Hi, willkommen bei Etrodo. Heute stellen wir euch einen weiteren Staubsauger vor, und zwar den AEG Hygienic 5000. Ja, hier seht ihr erstmal den Staubsauger als solches ausgebreitet mit den ganzen Zubehörteilen. Es ist ein sehr interessanter Staubsauger, denn das Konzept ist dann doch etwas anders zu den anderen Akkustaubsaugern und hat einige interessante Features, wie ich finde. Erstmal stecken wir den Staubsauger hier mal mit der Bürste zusammen. Geht auch sehr leicht. Und jetzt finde ich immer das immer schon angenehm, wenn man Staubsauger hat, die, wie ihr seht, einfach selber stehen. Und die Ladestation ist super kompakt. Einfach den Stromstecker rein. Dann könnt ihr hier so ums Eck, untenrum wird das Kabel dann hier rausgeführt. Ja, und mit einfach eine der kleinsten Ladestationen und vor allen Dingen mit am leichtesten zu befestigen zu gegenüber allen anderen Konkurrenten, weil ihr müsst nichts an der Wand anbringen, anbohren. Ja, und macht das natürlich als Installation super einfach. Das heißt, ihr seht, ich habe jetzt hier keinen Strom dran, brauche ich jetzt auch nicht. Einfach hier draufstellen. Das war's. Ist das nicht cool? Also das gefällt mir unheimlich gut. Ein großer Vorteil dieses Staubsaugers. Dann, was ich auch mag, ist, dass AEG es schafft quasi, man muss hier wirklich fragen, wie viele Bürsten wollt ihr hier drinnen verstecken? Die Antwort ist ja. Wir haben die erste kleine Düse oder Bürste hier drinnen in der Station. Dann haben wir hier noch eine größere für Glasoberflächen zum Beispiel. Dann haben wir hier die lange Fugenbürste, die auch hier ausziehbar ist, auch ziemlich cool, und man kann auch hier das abziehen, und das Schöne ist, dass diese hier auch mit LED beleuchtet sind. Das heißt, wir sehen auch, wo wir gesaugt haben, wenn wir einen staubigen Untergrund haben. Das ist cool. Wir haben auch hier überall Gummirollen. Wir können die Bürste leicht lösen und haben dann hier noch die, wie ich finde, ziemlich coole Bürste hier für Sofa. Will man hier draufstecken und denkt sich, ja, das geht ja gar nicht. Wie kriege ich den denn hier drauf? Jetzt kommt auch das nächste nette Feature. Wir haben hier, können wir einfach hier rausziehen. Und schon haben wir einen kleinen Handstaubsauger. Finde ich extrem cool, muss ich sagen. Das heißt, jetzt können wir den benutzen und haben dann hier den kleinen Staubsauger für die Polstermöbel, können hier dann auch richtig Druck aufbringen, was ja wichtig ist bei den Polstern. Finde ich richtig klasse. Ja, und dann haben wir hier unseren Staubbehälter. Den können wir einfach hier drauf drücken, können den runternehmen. Super leicht. Ja, und dann haben wir hier den Filter. Den können wir genau wie das hier unterfließend Wasser reinigen und dann trocknen lassen. Wir haben hier an den zwei Seiten das schwarze, also nicht am blauen Filter, sondern so, und dann können wir hier den Staub rausholen. Nachteil der Anführungsstrichen ist durch dieses kompakte Modell, der Staubbehälter ist nicht besonders groß. Das heißt, ja, nach einer Reinigung müssen wir den wahrscheinlich dann schon wieder leeren. Finde ich jetzt aber ehrlich gesagt auch kein Beinbruch. Also wie ihr seht vom Handling, richtig cool, und auch hier mit den Bürsten. Selbst hier an der Seite haben wir eine kleine Bürste, kleine Staubbürste, um hier dann nochmal Haare und so weiter mit dem Haken rauszuholen, und mit dieser kleinen Bürste können wir dann hier an der Seite wieder einfach einhaken. Ja, und dann haben wir hier oben im Griff noch den An- und Ausknopf und natürlich Plus Minus. Wir haben hier verschiedene Leistungsstufen, zwei Stück. Ich mache mal einmal an. Dann sehen wir hier vorne auch die LED. Und leiser. Und aus und nochmal anmachen. Also wie ihr hört, es ist nicht der leiseste, aber ich finde es in Ordnung. Also man kann sich ja auch noch okay unterhalten. Da gibt es lautere Staubsauger, aber auch leisere. So, was mir aber sehr gut gefällt, ist einmal der Schwerpunkt. Wir haben hier natürlich das Konzept, dass das Gewicht unten ist. Ja, viele haben das Problem bei den neuen elektrischen Staubsaugern, dass hier oben immer alles hängt. Ja, und dann hat man natürlich hier viel Gewicht immer, was nach unten kommt. Das hat man hier unten nicht, der Schwerpunkt. Also das hat man hier nicht, der Schwerpunkt ist hier unten. Das heißt, das hier ist insgesamt einfach viel, viel leichter.
Was mir auch gefällt, ist, guck mal, wie flach der hier runterkommt. Das heißt, wir kommen sehr, sehr flach auf den Boden. Das gefällt mir wirklich gut und sind auch hier wirklich sehr gut, ja, flexibel von der Drehung. Ist natürlich auch immer wichtig. Also ihr seht, guck mal, wie weit man hier um die Ecke kommen kann. Ja, wichtig ist natürlich noch die Akkulaufzeit. Ist ja immer so eine Sache bei den Akkustaubsaugern. Die Akkulaufzeit ist bei Vollpower, müssen wir davon reden, Vollpower 15 Minuten und im, ja, Normalmodus gute 45 Minuten. Also irgendwo was dazwischen, lass es eine halbe Stunde sein, kommt ihr eigentlich ganz gut mit klar. Ja, und dann würde ich sagen, staubsaugen wir doch einmal ein bisschen und gucken uns das einmal alles vom Handling an. Natürlich können wir hier auch, ne, den nach hinten schieben, den Schalter, und können dann auch hier unten die Bürsten rausnehmen, um sie so zu reinigen. Das ist natürlich auch wichtig. Ja, das war die Vorstellung vom AEG Hygienic 5000. Ich finde, ein ziemlich cooler Staubsauger. Mir gefällt ja dieses Konzept der Kompaktheit, dass hier alles beieinander ist, die coole kleine Station. Das Handling gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Mag ich unheimlich gern. Insgesamt das Design, er sieht schön aus. Mein einziger Negativpunkt ist vielleicht in Anführungsstrichen die Lautstärke, wenn man sie mit Konkurrenten vergleicht. Die sind ein bisschen leiser manchmal, finde ich jetzt aber auch nicht wirklich störend. Dafür hat er viele andere Stärken, die so die Konkurrenz nicht hat. Das Handling, wie gesagt, vom Gewicht gefällt er mir unheimlich gut. Er ist wirklich schön leicht, also auch ältere Menschen würden damit gut klarkommen, oder Leute, die vielleicht Probleme haben, eben, ja, höhere Gewichte in der Hand länger zu halten. Das funktioniert, wie ich finde, mit dem ziemlich gut. Akkulaufzeit, wie gesagt, auch in Ordnung. Wenn ihr den mal ausprobieren wollt oder andere Produkte, andere Staubsauger zum Beispiel, aber natürlich auch viele weitere Produkte von Kaffeemaschinen, Waschmaschinen, Audio Hi-Fi, da haben wir ziemlich viel im Angebot. Einfach vorbeikommen, dann können wir euch dort beraten. Ihr könnt die Sachen in die Hand nehmen. Es macht unheimlich viel aus. Ja, oder ihr geht einfach mal online auf etrodo.de und guckt, was wir dort alles online haben. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und abonniert den Kanal.